Anyway, ja. Sollte gehen. Ich versuch's einfach mal. Hallo und willkommen zur ESL Road to Frankfurt, beziehungsweise umgenannt in Community. Frankfurt Community Challenge. Zweite Qualifier. Jeden Samstag ab 17 Uhr wieder hier und vielleicht auch ohne Probleme, keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz, was da passiert ist. Ja, ich habe meinen Server restartet. Und dann gab es irgendwelche Probleme und irgendwie konnte der Codec nicht erkannt und ganz komische Dinge. Von daher streame ich jetzt direkt nach Twitch. Ohne Umwege. Es könnte aber, wenn es Aussetzer gibt, ja, 4 Minuten verloren gehen im Stream. Dementsprechend nach dem Game wieder umgebaut. Aber egal. Technik hin oder her. Ich versuche mich mal ins Spiel zurückzufinden. Denn das ist ja auch schon weit fortgeschritten. Wir haben Last L. Last L auf Österreich, da war irgendwas. Egal, also wir haben Jugger Tide wahrscheinlich dann und Jugger Venge direkt gepickt. Magnus, Leshrac und Tidehunter. Und so wie das aussieht, ja, Leshrac und Venge für Spirit Support zusammen mit dem Juggernaut. Sehr üble Combo, denn Magic Missile und Stun ist doch relativ einfach, um den Juggernaut hinterherzukommen und den kompletten Spin-Up zu bekommen. Auf der anderen Seite haben wir Sleepy Zephyros auf dem Titan da hier auf der Offlane. Der sich wahrscheinlich auch nichts sagen lässt. Trap in der Mitte auf dem Magnus. Da hoffen sie wahrscheinlich auf einen ganz guten Teamfight. Sehr starkes Teamfight dann von Last R. Auf der anderen Seite haben wir AEP. Mit einer Death Prophet Offlane. Wie es scheint. Also wir haben halt Death Prophet Troll. OD Mitte, ja gut. Death Prophet Omni Knight und Lion. Von daher hier so ein bisschen Richtung, naja, Troll zusammen mit OD und Death Prophet in den Damage raushauen, den Movement Speed und versuchen halt einfach Raw Physical Damage und halt die besseren Helden zu haben. So wie es hier bisher hier so aussieht. Kann sein. Das würde ich jetzt erstmal dazu sagen. Die Runden gingen halt, wer hätte es gedacht, an die jeweiligen Teams, die mit mehr Leuten da sind. Erstmal noch keine Engages. Tidehunter hat hier erstmal Krankenschell nicht so viel zu tun, aber jetzt kommt der erste Versuch hier. Stun, Stun und ein Easy First Blood für Last R. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, was Death Prophet da oben anderes tun kann, außer zu sterben. Weiß ich nicht, wahrscheinlich halt irgendwo hier sitzen. Es kommt auf die Lane Control von Last R an. Wenn Last R Lane Control hat, was bisher ganz gut aussieht, dann könnte Death Prophet halt hier nichts bekommen. Aber auch ansonsten, also ja, ansonsten könnte die Death Prophet ein bisschen XP snacken und sich vielleicht mit Crypt Swarm ein paar Last Hits sogar holen. Tidehunter sieht ganz gut aus, aber der Pull, na, ist halt jetzt, ja doch, gesteckter Pull. Von daher, ab jetzt wird es schwieriger, die Lane zu bekommen, aber ist halt mit dem Level 2. Na gut, ein Last Hit. Nicht so viel davon bekommen, dass es in den Tower ging, aber immerhin für ihn. Pull-Through kommt auch von Last R, von daher die Lane Control scheint da zu sein. Mal schauen, ob die Creeps da noch reinkommen. Bisher sieht es so aus, als ob sie das Creep Camp hier down bekommen. Aber ja, Death Prophet Level 1. Eine sehr schwierige Zeit auf der Top Lane. Man trappt natürlich in der Mitte halt auch gegen Blubber. Da wird eigentlich nichts zu machen sein. Oh, die gegen Magnus. Aber immerhin, Oyanko hat sich jetzt hier. Oh, Hanko. Hat sich hier eine Creep Wave abgezogen und wird damit sogar Level 2, was sehr gut für ihn ist. Das freut doch, eine Death Prophet Level 2 zu werden nach 2 Minuten. Oder so. Der Titan hat sich jetzt schon mal Stack, oder kam zu spät, um diesen Stack zu machen, auch blöse. Wird hier wahrscheinlich wenig bekommen. Wird zwar jetzt gerade nicht gepult, aber das Deck das Creep Equilibrium A mit 2 Grange Creeps dann ein bisschen problematisch. Da wird hier Titan nur noch ein paar Levels bekommen. Death Prophet muss sich zurückziehen, die Lane ist jetzt so weit da, dass sie nicht rankommt. Mal schauen. Aber halt auch die Vision fehlt hier von Last R. Und der Go wird nicht gemacht. Nein, Stun kommt, okay. Warum auch immer. Ah, so ein bisschen Mana verschwenden. Aber halt 2 Clarities. Kann man dann auch einfach mal so aus der Lane raushalten. Regen ist noch ein bisschen vorhanden für die Death Prophet. Aber ansonsten, ja. Ist da recht wenig noch übrig. Magnus in der Mitte hat doch eine nicht zu verachtende Harris gerade auf Blubber. Hätte ich nicht erwartet, dass der doch mit so wenig Mana noch was machen kann. Aber hat immerhin Mana für 2 Shockwaves. Und mit der Bottle kann er die auch durchziehen. Also nicht ganz verloren für AEP. Die Tryline unten funktioniert ziemlich cool.
In der Mitte haben sie die Lane auch gewonnen, nur auf der Top-Lane gibt es halt gar nichts. Haben sie die Death Prophet gepickt, haben gesehen, okay, wir wollen die nicht in die Mitte stellen, gegen Magnus anscheinend. Nicht sicher warum, aber nee, jetzt muss sie halt auf der Off-Lane gammeln und wird nicht so wirklich Impact in diesem Spiel haben. Sehr, sehr schade. Zumindest quasi ein Held, der damit raus ist für Last Air und nicht so viel bekommt. Auf der Seite haben wir jetzt auf Venge, die mal kurz rotiert, nochmal einen Stack macht. Nicht sicher. Also da hätten sie, glaube ich, mehr mit der Death Prophet machen können. Jetzt sie sogar versucht hat, einfach mal sich den Stack zu holen und damit scheinbar erfolgreich ist. Was absolut kritisch für Last Air ist und eigentlich nicht passieren sollte. Das sind easy Kills. Auch schön halt mit der Wave hier zu sehen. Frettchen holt sich hier den Double Stack. Und nutzt das halt alles ganz gut aus. Ja, und mir hat das jetzt da wird geslowt, aber es gehört zurück. Trotzdem. Das ist eine dieser Skewer, die irgendwie wieder komisch waren, weil Magnus irgendwie vor ihm stand und dann ihn mitgenommen hat. Aber Skewer, keine Ahnung, das wäre wieder die Treppe, die wieder komisch ist. Patch Player, wenn das Wissen mit der Treppe, die da so irgendwie Hooks komisch aussehen lässt. Tja, ansonsten Last Hits doch recht even. Mitte tatsächlich hat Trap hier mehr Last Hits als der OD. Ich weiß nicht genau, wie es der OD schafft, die Lane zu verlieren. Aber es scheint es zu verlieren. Bottle. Okay, keine Bottle. Damit hat natürlich auch irgendwie kaum Mana für Astral Imprisonments. Ich glaube, da liegt an der Bottle. Dass er die Lane gerade. Naja, gut, es sind halt gleich mit Last Hits. Beziehungsweise Magnus hat mehr, wenn er weiterhin die Waves so bekommt. Aber halt auch. Hat jetzt halt keine Regen mehr. Hat kein Mana mehr. Und kauft sich Boots und. Na, nichts. Bronnboots und Forstaff. Da kommt die Bottle. Okay. Sehr, 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 sehr lange mit der Bottle gewartet. Ist auch. Der Kuri ist ja sehr oft unten. Ich glaube, da haben sie ein bisschen alleine gelassen. Death Prophet ist schon Level 4 geworden. Ich glaube, das hätten Last Air besser machen können. Da wäre noch ein bisschen Potenzial gewesen, mehr, wesentlich mehr Kills rauszuholen. Denn, ja, die Mitte läuft doch irgendwie so, wie auch immer. Die Offlane sowieso klar. Ich meine, Titan ist Level 4. Das ist super. Aber dass Death Prophet hier Level 4 ist, hätte absolut nicht sein müssen. Hätten sie definitiv mehr machen können. Aber naja, ansonsten sehr passiv. Wir haben ja das eine First Blood auf der Death Prophet, das erstaunlicherweise nicht mehr war. Unten ist jetzt ein bisschen Rune contesten. Sleepy Zephyros war gerade ein bisschen im Sleepen. Mal schauen, mit dem Slow könnten sie es hier eigentlich Omni-Knight hat Boots. Sollten sie den Kill, ja gut, nicht ganz bekommen. Die hätten jetzt noch ein bisschen hinterherlaufen können. Lion hätte den Spike, hätten sie machen können. Aber sie wussten nicht, wo Magnus wäre. Und das wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen. Andererseits hat nicht mehr Mana für eine IP. Nicht mehr Max Mana dafür. Ja, hätten sie ein bisschen weitermachen können, aber Sleepy Zephyros ist doch ganz zufrieden damit, dass hier nichts passiert. Na, mal schauen, ob der Gank in die Mitte von Last Air funktioniert. Trotzdem müssen wir aufpassen, AEP sind schon da, um das zu countern, trotzdem aber sehr weit hinten und nicht darauf vorbereitet. Andererseits könnten Last Air jetzt nicht... gehen nicht da unten her. Kommen wir jetzt der Gank. Oh, Astral Imprisonment, okay, das ist der Tod. Okay, da, Stun, Stun gemisst, das ist bitter, das ist bitter. Da wird der Skewer gemacht. Ja, kommt hier rein, aber kein Damage ist da. Und da kommt er hier vom Omni-Knight schön zurückrotiert und jetzt kriegen sie einige Kills. Der Hammer ist drauf, ein schöner Trip ist dann von Erko. Vielleicht ist es sogar genug, um Trap hier zu retten. Und es sieht danach aus. Holy crap, du kriegst einen Return-Kill auf den OD. Was für ein Desaster für AP, die dann tatsächlich 1:1 hier mit traden. Was sehr, sehr viel kritischer aussah. Große Fehler von Last Air, dass sie da... Dass das dann ein bisschen verkackt wurde, da war die Communication nicht ganz da. War sich nicht ganz sicher, ob er Stun wollte und hat irgendwie jetzt dann auch schon angefangen, wo er gesehen hatte, okay. Das Astral ist halt irgendwie erst auf Level. Was hat er hier? Level 2 erst, okay. Hat sogar einen Punkt auf eine Arcane Orb schon früh. Na gut, muss er wissen, was bringt das im Prinzip hier? Mana Pool to Damage 6% Mana Pool. Das sind knapp 10 Damage, aber es sind halt 100 Mana für einen Hit, also das kann er nicht benutzen. Tja, alle in der Zeit, aber Juggernaut farmt. Für Last Air eine ziemlich gute Sache. Faceboots hat er, Mask of Madness kommt bald, kommt jetzt. Ja, 8 Minuten. Faceboots, Mask of Madness, Pullman Shield, das ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Also auch 50 Last Hits, 8 Minuten. Ist schon ein guter Boy. Natürlich stört ihn die Death Prophet absolut nicht.
was sie vielleicht sogar tun könnte. Level 6 ohne Omnislash, vielleicht ein bisschen verklickt, aber kriegt jetzt Level 7. Das ist kompletter Stats hier. Eins auf die Stats, ja. Alles auf Stats. Naja, wie war das letztens oder wie war das hier in... Eben Navi hat er gespielt oder so und es war die Aussage, Juggernaut hat basically bazillion Skill-Möglichkeiten. Um das halt nochmal zu wiederholen, kannst halt entweder irgendwie 004 gehen, Blade Dance hochskillen und einfach nur Damage machen. Kann halt irgendwie den Blade Fury hochskillen, um einfach nur halt, wenn es dann da ist, halt einfach mit dem HS rennen und Kills auf jeden Fall zu holen und kannst halt Stats gehen, wie jetzt hier 66 gemacht hat. Ja, Healing Ward kann man skippen, kann man auch nicht skippen, wie die Lane funktioniert. In dem Fall hier hätte er skippen können, denn ja, er hätte noch zwei Tangos. Und jetzt mit der Master of Madness wird er auch nicht mehr low werden. Alles in allem halt viele verschiedene Möglichkeiten, hier zu skillen. Aber alle sind im Prinzip valide und er farmt jetzt hier sowieso, von daher kann ich auch nicht sagen, ah, der Skillbit. Es wäre besser gewesen, mehr auf Crit zu gehen, ja, dann hätte er tun können. Oder... Naja, hätte vielleicht sich öfters mal verkackt mit der Chance. Aber erstmal ist die Physiotheros, hat hier die AP benutzt. Ah, AP nur auf 1. Ravage benutzt, AP nur auf 1. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber trotzdem sollten hier Last ein paar Leute rausbekommen, wenn nicht Bulba die ganze Zeit da steht und jetzt hier den Damage reinhauen kann. Das ist schon einige Damage jetzt. Schön, dass dann auf 2 von Miyoshi. Und jetzt kommt es dann. Bulba geht noch wohl down. Ja, aber 2 zu 1 der Trade hier. Schön von der IP, dass sie da fast sogar noch mit allen rausgegangen sind, aber war ein bisschen Klatsch, weiß ich nicht. Level 2 muss benutzt werden, defensiv, damit Sleepy da rauskommt. Ist er im Endeffekt nicht geworden, war ein bisschen doof. Trap war dazu zu spät da, konnte halt nichts tun, aber hat auch die AP auf 1, war halt problematisch. Auf der Toplane kam jetzt Omnislash. Ist ja doch das Problem, Deathrof hat keinerlei Escape. Im Prinzip, Juggernaut läuft auf sie zu mit der Mask of Madness und Face Boots, Max Movement Speed und tötet sie. So einfach. Sehr bitte. Auch mit ein bisschen Gold, genau, Mask of Madness, Face Boots und einfach Omnislash. Das, ja. War sehr einfach vorherzusagen, beziehungsweise war sehr einfach zu sagen, was da passiert ist, auch ohne auf den Fight Recap zu gucken. What could possibly happen here, ja. Jugger, 70 Last Hits, auf dem Weg zum Yasha. Gut am Farmen und bisher haben sie nicht viel mehr getan, als sie zu feeden. Mal schauen, ob IP was dagegen tut oder ob sie einfach hoffen, dass sie halt auch genug Carries haben. Im Prinzip, ich habe schon am Anfang gesagt, sie haben Death Prophet, sie haben Juggernaut und sie haben OD. Das sind drei fette Helden, die gut Impact haben können und halt auch, ja, nicht stabil unbedingt sind, aber halt stark. So, und das ist ihre einzige Strategie, die sie, glaube ich, gerade haben. Wir haben Lion zum Stun, Lion wie die Venge halt erstmal so als Pick, als starker Supporter, wo man halt nicht irgendwie eine Strategie drum bauen muss. Also eins von diesen Tier 1 Helden. Und halt Omni Knight, um die Cores am Leben zu halten. Das Problem ist halt, dass die Cores doch recht, also besonders OD und Death Prophet sind richtig stark unterfarmt. Wir haben halt gerade quasi nur den Troll, der von Omni Knight am Leben gehalten wird und Lion stunt Leute. Und das ist halt das Einzige, was IP haben. Und bei Last Air haben wir einen guten Magnus, der halt fast auf dem, also fast auf dem Blinkäger ist. Gegen den OD schon ziemlich gut. Tja, wir haben einen Juggernaut, der vollkommen außer Kontrolle ist. Und dann halt die genügend, halt auch Stunlock. Sie haben halt auch Stunlock. Und das ist halt besonders im Magnus, der halt nach dem Stunlock zurückskühren kann, der APs treffen kann. Wir haben einen Tide Hunter, der auch halt auch von hinten irgendwie die Teamfights rumreißen kann. Und sie sind noch nicht mal hinten. Von daher, Last Air haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, als IP. Aber wir werden schauen trotzdem, ob es in dem Sinn reicht, weil Last Air haben halt auch nur einen Juggernaut. So, ein Juggernaut für den Damage und eventuell ein bisschen was für Leshrac, der jetzt Level 6 gleich bekommt, um halt in so Dinge wie Ravage into AP und einfach Damage reinzuhauen. Deshalb wird halt hier auch Split Earth geskillt, weil, naja, der Damage ist halt einiges. Sie brauchen halt den Damage, haben halt nicht so viel mehr. Na, schauen, ob hier Juggernaut vielleicht sogar im Battlefield geht. Einfach weil API im Spiel ist. Glaube ich wahrscheinlich nicht. Es ist gerade nicht der aktuelle Juggernaut-Build und ist halt doch nicht nötig. Wird wohl Drums sein. Ach, Diffu. Okay, Diffu geht's hier. Ja gut, gegen Omni Knight, sorry. Ich habe nicht nachgedacht, ja. Gegen Omni Knight, Diffu, wer hätte es gedacht? Wow. Caster Doom.
Aber gut, der Mitte-Tower fällt tatsächlich ohne Probleme. Api wäre zusammen im Blink da gewesen, aber anscheinend wollte niemand rotieren. Und sie haben sich gesagt, okay, auf der Top-Lane kriegen wir halt auch einen. Und dann holen wir das hier. Glyph ist nicht mehr vorhanden, der Tower ist down, die Rotations kommen hier. Und dann zieht sich tatsächlich in die Nine-Range zurück. Dass sie da nicht durchgezogen haben. Sie können ja doch nichts gegen ihn tun. Also, Spin-TP. Hätte er halt einfach auch tun können, so. Aber will lieber in den Tower hinein. Ich weiß nicht, was die Entscheidung da war, von ihm zurückzugehen. Besonders, weil sie hatten halt keine Vision, ja. Sie haben sie weggehen gesehen, aber selbst wenn er halt gezählt hätte, hätte er gesehen, dass es nicht passt. Aber auf der Bottomlane haben wir einen Troll, der ja auch erstmal down geht. Kam die AP? So wie es scheint, ja. AP, Lashrak dann und der Damage hat gereicht. Ravage immerhin noch im Spiel. Für sie 1600 für Titan, da, der demnächst auch auf dem Weg zum Blink ist. Und dann wird es halt sehr scary, in Tower reinzupushen. Für AEP. Oder in dem Falle AEP. Mal schauen hier. Was haben wir denn hier gerade eigentlich? Australian Players GP. Wo sind wir? Da unten, genau. Last Refraction. Gegen Austrian Elite Players. Haben wir hier. Nur so als Info. Jetzt weiß ich es auch mal. Aber ja. Der Magnus auf der Bottom Lane mit einer Trap. Aber immerhin, die Pistole läuft aus, finden sie hier nichts. Und eventuell jetzt. Wop. Nee, ist noch gar nicht da, Level 5. Außerdem hat die Reichweite ist auch ein bisschen gering. Und tatsächlich kommen sie gucken, okay. Sind alle missing. Und sie gehen trotzdem hier mal gucken, was das ist. Und da hätten sie hier ein bisschen mehr Geduld gehabt. Egal. Aber Juggernaut wird jetzt hier gefunden und kann Spin-TP natürlich. Oh, und der Silence ist daneben, von daher passiert hier wahrscheinlich gar nichts. Wird einfach turnen. Hat aber jetzt den Blade Fury und wird sie gleich nutzen. Skur ein bisschen weit weg, aber ist nicht so schlimm. Kriegen hier alle Kills, schöne Rotations von Last Refraction. Einfach reingegangen und abgecleant. Ja, Austrian Elite Players haben halt ja den einzigen Helden gefunden, wo sie hätten wirklich nichts gegen tun können. Sie haben nichts gegen ihn, wenn sie keinen Lionhex hatten und Lion war nicht dabei. Andererseits, okay. Sie hatten hier eine Ward. Oben auf der Bottomlane, auf der Toplane ist nur Juggernaut, der Rest haben sie gesehen, von daher war es eigentlich klar, wo sie reinlaufen. Aber haben sie trotzdem getan. Und haben den Juggernaut ein bisschen gefeedet. 3-0-2 mit 105 Last Hits. Ein Networth von 8000 nach 16 Minuten. Und insgesamt, ja, ist Last Refraction vorne. Wer hätte es gedacht? Ja, 6-8, 2 kann Networth nur vor dem Troll. Könnte eventuell halt der Troll doch noch was tun, aber das Problem ist halt, sie haben halt keine Möglichkeit, Juggernaut aufzuhalten und Last Refraction haben halt 6 Möglichkeiten, den Troll aufzuhalten. Das ist halt so das Ding. Im Prinzip haben die Austrians halt hier leider nur Lion, um irgendwie mit dem Juggernaut klarzukommen. Und in der Zeit, ja, 12 Armor, 1800 Leben, vielleicht einen Healing Ward daneben, ist halt schwierig heranzukommen. Wir versuchen es jetzt mal. Stun kommt tatsächlich raus. Hex ist jetzt hier. Stun komplett daneben in 3. Aber Spin ist da und Ravage. Können sie hier turnen? Juggernaut versucht vielleicht zurückzukommen. Ist sich nicht sicher, weil eigentlich brauchen sie es nicht. Aber der große Damage ist da. Blubber kriegt einiges an Damage. Sleepy ist hier drin. Kein Anchor Smash. Jetzt Anchor Smash. Und AP noch zu guter Letzt, damit man einen kompletten Teamwipe hier Austrian Players bekommen kann. Beziehungsweise auch nicht. Au, oh, Diffu kommt hier raus. Und schöne Blocks von Sephiroth. Sephiroth. Und hier Triple Kill für den Juggernaut. Teamwipe zu 0 für Last Refraction. Und mehr Farm für den Juggernaut, der jetzt ein 6-0-2 ist. Den ersten, zweiten Tower für Last Refraction. Und den Teamfight-Recap habe ich wie immer verpasst. Das tue ich auch gerne. 7500 Net Worth weit hinten und 10.000 XP jetzt hinten. Das ist halt auch so eine Sache. Wie sieht es mit den Leveln aus? Uiuiui. Ach mal, hier die wichtigen Ultis quasi sind auf Level 2. Und Juggernaut ist Level 12, also halt auch Spin, den Omni-Slash, ja, Level 2. Auch wichtige Sachen, wohingegen wir sowohl den Hammer erst auf Level 1 haben, als auch das Troll-Ulti-Battletrance nur auf 1. Und Exorcism sowieso halt keine einzigen Punkte in Witchcraft, okay. Ja, das ist halt das Problem mit Death Prophet. Die braucht unbedingt Levels, um halt auch Witchcraft, um den Movement-Speed zu bekommen und um Hexen zu bekommen. Denn, ja, ohne Witchcraft ist das Exorcism doch ein bisschen sinnlos. Also nicht sinnlos, aber es verliert auch einiges der Schlagkraft.
Besonders halt auch das Mana Reduction vom Crypt Swarm ist hier in Verbindung mit dem OD halt ziemlich cool, wenn man das halt öfter spammen kann und dann halt Mana zurückbekommt. Aber ist halt hier alles nicht der Fall. Last Reflection sind sehr weit vorne. Und AEP müssen sie jetzt hier aufpassen. Haben halt keinen Plan B. Das ist halt so das Ding. Müssen jetzt farmen, müssen voraus sein, haben aber ansonsten leider gar nichts. Und Last Reflection haben so viele Plan Bs und sind halt hier wahrscheinlich ein bisschen überrascht, dass Plan A funktioniert. Nämlich Jugger wird fett, Jugger tötet alles. Und ja, wir haben eine IP, um Leute zu töten. Und eine Ravage, um Leute zu töten. Tja, läuft nicht so gut. Was soll man sagen, Smoke? Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber nein. Anscheinend denken sie, sie wollen nicht den... Oh, Smoke ist uns zu tryhard. Wir schaffen das auch so. Ja, wahrscheinlich. Aber naja. Hilfe ist da, Yasha ist da. Demnächst kommt ein Manta. Ein Tower. Versuchen wir jetzt hier zu deffen. Sind jetzt hier alle da, aber es sieht mir noch nicht so aus, als ob hier Leute reingehen. Nein. Sind sich unsicher, ob sie hier fighten wollen. Können, tun sie es wahrscheinlich eh nicht. Und ja, Juggernaut holt sich jetzt hier einfach die... Ah, das wird... RNG. Oh nein. Okay, ja, die Animation kam durch, aber Juggernaut hat die Death Rabbit noch bekommen. War ein bisschen böse jetzt hier mit dem Omnislash. Ich weiß nicht, ob es sogar mit der Mask of Madness und einfach nur hinten auch geschafft hätte. Aber... Ja. Omnislash hat auch gereicht, 100 Sekunden Cooldown. Weiß ich nicht. Hätte eventuell halt auch so gepasst. Tja, Juggernaut ist fett. Manta ist bald da. Und ja, Austrian League Players können nur noch reagieren. Haben halt das Momentum verloren, haben halt auch keine Möglichkeit, ans Momentum zurückzukommen, denn sie haben halt nur den Troll. Könnten halt so Dinge tun, wie Roshan zu sneaken. Mit dem Troll ist das möglich, aber sie haben halt auch nichts anderes dafür. Ich meine auch kein Damage dafür, der Troll kann da drin stehen, ja. Soloen ohne Mask of, ja, Mask of Death hat er. Aber Morbid Mask, okay. Name Changes, püh. Tja, aber ohne die... Ohne irgendwas, ohne den Damage, glaube ich, wird es Roshan relativ schwierig. Sind noch so 20 Minuten drin. Roshan ist jetzt auch nicht mehr der Einfachste. Und ohne einen gefeedeten Troll ist es vielleicht etwas schwierig solo. Aber hier Magnus... AP ist ausgelaufen, haben nichts gefunden, außer... Na gut. Quatsch, Miyoshi. Was? Lion. Lion hält sie bisher eigentlich im Spiel. Lion hat eine sehr gute Performance gemacht. Einige Double- und Triple-Earth-Spikes. Aber es scheint nicht zu reichen. Also, gut gespielter Lion-Support kann Spiele zurückreißen, aber ein gut gespielter Lion-Support würde auch gerne irgendwas für seine Tätigkeiten bekommen. Das ist hier absolut nicht funktioniert. Steht 3 zu 15. Und... Lion hält sie halt im Spiel, ist jetzt bisher auch nur 0-1 gewesen bei 15, also jetzt 0-2, wenn es zu 15 steht. Richtig schöne Performance von Miyoshi, aber ja, es hilft halt nichts. Sehr frustrierend für den Lion, der jetzt halt wahrscheinlich auch gerne schon einen Blinkdigger hätte. Bei der 0-1 bis eben Performance wäre das normalerweise der Fall gewesen. Jetzt allerdings so weit zurück, dass halt an den Blinkdigger da noch nichts zu denken ist. Dann haben wir eben den Top Tower, der von Last Reflection angegangen wird. Die Ghosts kommen, alle sind vorbereitet. Titan ist auch ready zum Reinspringen. Und das wird schwierig zu denyen, aber Austrian Elite Players versuchen es anscheinend. Sehen jetzt hier, oh, das ist hier niemand, gehen wir rein. Vielleicht sollten sie aufpassen, denn it's a trap. Was sie sich wahrscheinlich hätten schon denken können. Sieht auch auf Vision? Sieht nicht danach aus. Nee, jetzt langsam kommt es hier rein. Mal schauen, Titan, da denkst du, ich will hier rein. Ich will da rein. Nein. Aber jetzt warten sie, bis sie wieder da hingehen. Mal schauen, ob sie hier groupen. Sollten sie nicht tun. Das sieht aber so aus. Das ist halt der Spot das Problem. Und die Vision ist halt da. Eventuell wäre es sogar wert, hier hinzuskören. Und danach zu blinken. Aber nicht der Fall. Smoke tatsächlich direkt aufgebrochen. Jetzt wissen sie, der so ist. Go, go. Hier, go. Hallo, offensichtlich. Nicht? Oh, das ist bitter. Jetzt wissen sie natürlich, wer sie hier ist. Können sie irgendwas gegen tun? Haben sie noch Tangos? Ja, sie haben noch Tangos. Tangos? Tangos? Earthspike? Irgendwas? Oh Gott. Na okay, das war der erste Versuch. Nein. Wird nur hier aufgedeckt. Ja, ja, ja. Na, kriegen sie das nicht mit. Und jetzt kommt hier ab hier auf 4 Leute und Ravage dahin und alle sind down. Ja.
würde jetzt ja gerne sagen, schön gespielt von Lars, ja, aber nein. Ja, aus den Leader Players hat sich der gerade ein bisschen dumm angestellt. Würde ich hier gerne ein bisschen mehr halten, weil seriously. Oh, guck mal, da vier stehen zusammen. Ich stehe daneben. Na gut, dann lass mal eine AP machen. Klink. Easy Money. Und Easy Tower natürlich. Das Problem ist natürlich, Juggernaut hätte da wahrscheinlich gerne was getan. 802 hat er nichts damit zu tun. Sie sind einfach reingeblinkt und Juggernaut kam nicht hinterher. Und es sieht nach Roshan jetzt aus. Dem Movement nach zu urteilen. To Roshan! Schauen, ob sie sich trauen hier. Ich glaube, sie haben noch einen Smoke. Haben sie. Aber haben sie nicht. Nein. Aber ja. Selbst wenn sie es contesten würden, wäre das wahrscheinlich nur ein Grund zu GG'en. Aber versuchen hätten sie es durchaus können. Das Problem ist, sie haben keinerlei Teamfight-Ultis. Sie haben Exorcism, aber das ist halt nichts im Gegensatz zu einer API. Was man halt da machen können und direkt aus Roshan rausgesmoked. Uiuiui. Such Tryhardism. Very nice hier von Last Air. Die doch, naja, sagen wir mal so. T3, T4 Tournament. Lassen sie zumindest sehr positiv für mich hier nicht zu, dass man so denkt, ah, die können ja nichts. Also, sehr gutes Movement hier. Lion, Miyoshi, ja. Wird er das Opfer sein? Sie bin ich sicher. Troll ist auf jeden Fall hier. Troll wird dann wahrscheinlich gleich angegangen. Smoke ist aus, aber mit dem Observer Ward können sie einfach nur warten, bis sie hier ein bisschen groupen. Und wenn sie halt alle hier hingehen, dann wird das wieder ein API. Aber sieht nicht also danach aus, als ob sie dahin wollen. Ego wird jetzt gemacht und Fingers draußen, trotzdem Erko lebt tatsächlich noch, kein einziger Kill, immer noch 3,19. Trap wird jetzt hier wahrscheinlich das Opfer sein, könnte zurückscoren, AP, nein, erstmal weg hier. Wahrscheinlich auch besser so, die Frage ist, ob sie wirklich hinkommen. Omnislash geht jetzt hier rein und Ravage, ist, nein, eine Sekunde, jetzt ist Ravage da. Jetzt können sie Ravage benutzen, aber Erko geht tatsächlich noch down zu 4, Desaster dafür, AP gleichzeitig. Oh man, das war jetzt nicht unbedingt nötig. Bisschen Klatsch der Teamfighter, da verlieren sie tatsächlich noch einen. Zu 6, oh man. Last Refaction hier. 24 zu 6, das hätten sie doch besser machen können mit 24 zu 4. Wenn es schon ein Stomp ist, dann kriegen sie es doch nicht so ganz hin, hier einen richtigen Stomp hinzubekommen. Aber anyway, I digress. Tja, haben tatsächlich 3 Fights abgegeben. Für, was haben sie bekommen? Ein Teamwipe, eine Lane of Rex und ein GG, mein Gott. Das war es nicht wert, das hätten sie auch definitiv 24 zu 3 entwenden können. Waren vielleicht ein bisschen greedy, wollten halt unbedingt da rein, Ravage war noch nicht ganz ab. Und alle TPen zurück. Okay. Ja gut, sie haben keine Teamfights-Ulti mehr, wow. Aber keine Ahnung. ja, gut. Okay. Es ist, sagen wir es mal so, es ist einfach wesentlich mehr Zurückhaltung, als ich von Last Reflection gerade erwartet hätte. Gut dabei. Und das, ja, diese Zurückhaltung spricht doch eher dafür. Sehr gut. Oh, wenn ich jetzt hier gerne noch ein Teamfight gesehen hätte oder die Lena Frex gesehen hätte. Aber Last Reflection verzögert noch ein bisschen. Haben wir doch keine Eile natürlich. Und können das Spiel hier ganz in Ruhe beenden. Roshan, Aegis ist noch gar im Leben, oder? Nee, Aegis ist gepoppt. Stimmt. Aegis ist gepoppt, von daher von AEP war das tatsächlich ein richtig cooler Fight, aber das lag halt einfach nur daran, weil. Ja, schöner Hex von Lion war. Die AP kam nicht raus, Ravage war noch auf dem Cooldown. Ja, lief so ziemlich so gut, wie sie es halt hätten erwarten können. Okay, ja. Wenn man hier ein Sentry Volt hinstellt, ist das natürlich bitter. Naja, hat sogar vielleicht gehofft, dass hier noch einer wäre, aber nein. Keine Vision. Denn Last Reflection hat mir sehr aggressive Vision nur aufgestellt. Und diese aggressive Vision ist leider für keine D-Wards von AEP zu sehen. Mir 4 D-Wards aufgestellt, aber leider kein einziges Observer-Ward gefunden. Sehr schade für den ganzen Mühe, die sie da reingesteckt hatten. BKW für Juggernaut. Smoke. Und dann ist es halt jetzt der Versuch, mal irgendwas zu bekommen. Vielleicht durch ein Pickup oder so.
OD ist oben mit dem Force-Staff, sollten sie es wahrscheinlich nicht bekommen, aber versuchen es mal und direkt das TP, ja. Und tatsächlich geht es hier trotzdem noch weiter. Haben wahrscheinlich erst 5 Sekunden nach dem TP gemerkt, dass er getapet ist, okay. Na gut. Schauen wir mal, ob sie in der Mitte was finden. Smoke läuft gleich aus. Aber vielleicht kommt hier jemand raus und tatsächlich Blubber kommt raus. Und Stun, Swap, Stun, okay. Stun kommt da raus, Trap wird hier schön, der Force Staff halt auch zurück. Und jetzt kommt der ganze Aegis da rein und oh, nur sein Rotten Corpse kommt hier zu. What? Oh nein, Astral wurde, der Finger wurde von Astral gedodged und jetzt können sie natürlich turnen. Trap kommt hier rein, wieder eine perfekte AP und der komplette Teamwipe ist es wieder. Holy shit, das war üble Miscommunication und ja, OD, MVP der Stunde für Last Refraction. Dieses Astral Imprisonment hat ihnen gerade das komplette Spiel gekostet. Es hat ein einziges Boom gemacht und ja, Miyoshi, was soll man sagen? Alles perfekt gemacht, hat den Finger gesetzt, wäre wunderschön gelaufen. Ohne AP wäre das ein ziemlich schwieriges Spiel geworden. Aber so... Denied! Wurden sie hart gestompt. Definitiv nice place of yours. Last Refraction, glaube ich, werde ich das nächste Spiel noch sehen. Hat eine richtig geile Performance hingelegt. Und, naja, waren aber auch eine ganze Ecke besser als Austrian Elite Players, muss man halt einfach sagen. Teamwork hat gewonnen und der Juggernaut hat gut gespielt. Trotzdem, Miyoshi würde ich hier gerne mal hier vornehmen. Schönes Lineplay. Das Problem ist, er konnte halt leider sein Team nicht alleine carryen als Line. Halt bitte. Ansonsten hat Juggernaut den Arsch abgefarmt. Magnus hat schöne APs gefunden. Aber AEP haben es jetzt auch Last Refraction nicht ganz so schwer gemacht, wie es hätte sein können. Nun gut, nächstes Game folgt dann irgendwann. Was haben wir bisher schon? Irgendwelche Sachen? Ja, wir haben die Gartenparty. Ne, die Gartenpartei. Aus auch Österreicher. Die jetzt hier letztens in Defend hatten. Von daher Last Refraction gegen Gartenpartei wird wahrscheinlich das nächste Spiel. Ja. Bleibt dran. Bald geht's weiter.